Guten Abend miteinander, Bujui Hans-Peter. Heutiges Thema Glück. Also mehr im Sinn von glücklich sein und nicht von Glück haben. Das ist eben nicht das Gleiche. Wenn du zum Beispiel Glück hast und es gibt an Weihnachten keine Lampen in der Familie, bist du wegen dem noch lange nicht glücklich. Glücklich sein hat viel mit chemischen Prozessen zu tun. Wir sehen hier eine Aufsicht auf ein glückliches Hirn und entscheidend sind die verschiedenen Einflüsse wie Disziplin, Vitamin, Cholesterin oder auch Nikotin. Und das Zeug kommt hier in verschiedenen Geschwindigkeiten nicht in die Hirnanhangsdrüse, die sogenannte Hypophyse. Und bei günstigen Bedingungen entsteht in diesem Depot hier Serotonin. Und wir sehen hier in diesem Hirn, der Serotoninspiegel ist recht gut. Hat sogar ein bisschen gröberen Schwappen in das Depot hier, das wäre jetzt Adrenalin. Und wenn beide Becken voll sind, dann bist du glücklich und sehr nervös. Jetzt, das kann auf natürlichem Wege entstehen oder auch aufgrund von kassenpflichtigen Substanzen. Oder, aber dann kommst du ins Käfig mit illegalen Sachen, aber das zahlt natürlich keine Kassen, oder? Weil welcher Dealer gibt es schon eine Quittung. Jetzt, wenn das Zeug im Hirn entsteht, das ist bei jedem ein bisschen anders. Bei den einen ist es wegen der Kohle, bei den anderen ja wegen dem Freiheitsgefühl, aber bei den Amerikanern mit ihrem Pursuit of Happiness. Und wieder andere überkommen einen Stiefel, wenn sie gehen mit der Opposition durchjohen. Jetzt sehen wir hier auf dem Moment mal, das ist ja komplett das falsche Schema. Also, hat ja mit meinem Vortrag gar nichts zu tun. Die haben mir schön reingelegt. Potsim Weiland Donner, da vom Du-Ju-Ju-Ju-Jismus für Jo-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